Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und ja, wir sind jetzt in Gallien angefangen. Wir sind jetzt in Gallien angefangen? Wir sind jetzt in Gallien einmarschiert und haben schon die erste Schlacht geschlagen. Wo? Hier unten, genau. In Coria. Genau. Haben, glaube ich, die Markomannen ein bisschen vertrieben. Das war ganz cool. Hier muss ich eben schauen, dass mich die britannische Konföderation hier nicht angreift mit beiden Fullstack-Armeen. Das wäre... Ich weiß nicht, ob die zweite Legion das aushalten wird. Also die zweite Legion ist von hier den Legionen die stärkste. Der Kaiser wäre noch ein bisschen stärker wegen der prätorianischen Garde und der Kavallerie. Aber die haben mehr Erfahrung. Ist aber halt dann auch blöder, wenn die verlieren würden. Oder wenn ich die verlieren würde. Aber jetzt erstmal werden wir unseren Kaiser in den Kampf verfolgen. Genau, der hat hier die Kollenherbanne. Die sind auch ziemlich interessant. Also können wir mal dann vielleicht schauen, ob die so Special-Dinger rauspacken. Aber sonst, der kommt auch raus. Das ist ja echt interessant, dass die alle nicht in ihrer Stadt quasi bleiben. Was eigentlich gut für mich ist. Weil so Stadtbelagerungen sind immer mit mehr Verlusten verbunden. Und also, ja, okay, hier, also das Schlachtfeld ist schon echt praktisch für ihn. Wo ist denn das Dorf? Da hinten, oder? Oder sind es Felder? Wo ist die Stadt? Egal. Gut, also an seiner Stelle hätte ich mich hier so aufgestellt. Weil das ist halt schon eine leichte Erhöhung. Und deswegen ist das ganz toll. So, aber die hat er hier auch. So, ich werde jetzt nicht durch den Wald gehen, sondern ich werde versuchen, hier auf den Hügel und dann von den Hügel runter. Die Adlerkohorte ist zusammen mit der Adlerkohorte ist hier, Prätorianer sind hier. Die Prätorianer waren ja immer die ersten in der Schlacht. Also normalerweise war es ja die erste Kohorte, die immer die doppelte Manneskraft hatte. Also die normale Kohorte hatte, oh, jetzt müsste ich raten, warte mal, also eine Kohorte hatte, glaube ich, 360 Männer. Also eine Zenturie hatte 80 Mann. Hier sind Evocati. Ich mach mal zwei Evocati hier. Eine hier und versucht dann mit den Gladiatorinnen von rechts aufzuräumen. Quasi, dass hier die Flanke stark bleibt. Warte, eine Kohorte hatte wie viel? So, die bleiben ja noch in hey. Ah, warte. Ja, der zieht es also trotzdem raus. So, der kommt jetzt zu mir. So, warte, du kommst aber nicht da vorne.
sondern kommt hier hin. Und die beiden Prätorianer kommen ein bisschen vor. So, solange die jetzt vormarschieren, will ich kurz schauen, wie viele Männer eine Kohorte hat. Weil das finde ich interessant. Warte. Also insgesamt in einer Legion waren 60 Zenturien, aber wie viele Kohorten sind das? Genau, die erste Zenturie der ersten Kohorte war halt immer der Vorreiter von allen. Genau, die Kurionen waren für die Kavallerie. Wo steht jetzt. Oh Mann. Ich könnte einfach googeln, ne? Und nicht so oldschool in so ein Buch rumblättern. Verdammt. Keine Ahnung. Okay. Da stand jetzt nur was von wegen. Warte, die müssen ein bisschen schneller laufen. Von wegen, dass bis in einer Legion 8 Dekorione oder ja, wie die auch immer heißen sind. Und die jeweils eine Kohorte haben. Also das hieße, wenn man davon ausgeht, dass eine Legion, was habe ich gerade gesagt? Oh Mann, wir müssen sowieso gerade noch warten. Das interessiert mich gerade selber. Jetzt, ich hab's gefunden. Und zwar, genau, also 6 Zenturien bilden eine Kohorte und 10 Kohorten bilden eine Legion. Genau, und die erste Kohorte hat die doppelte Stärke. Okay. Und warte, 6 Zenturien, also 6 mal 80, sind, warte, 6 mal 8 sind 40, 48. Und das heißt dann 480. Und dann die erste Kohorte, das Doppelte. Krass. So, gut. Dann werden wir mal. Genau, also die erste Kohorte musste halt, ja, sehr viel auf sich nehmen. Also, ja, die war halt, den ersten Feindkontakt, Entschuldigung, ausgesetzt. Und dementsprechend mussten die lange aushalten. Da kommen ja immer mehr. Genau. Und wenn eben der Kaiser oder der Diktator da war, da wurden natürlich auch die Prätorianer mitgenommen, also ein kleiner Teil, die Besten der Besten. Und wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja, zu fein gemacht. Genau, und dementsprechend, warte, ich bin zu schräg. So, der hat sich ja jetzt breiter aufgestellt.
Ah, der hat auch, hier sind seine Schwertmeister. Der hat die Schwertmeister zu ganz vorne hingestellt. Interessant. Okay, er hatte auch eine stärkere linke, beziehungsweise seine rechte stärker gemacht. So. Dann wollen wir mal den Spaß hier starten, ne? So. Ihr seht schon, ich habe bis jetzt noch nichts verloren. Die Schildkrötenformation ist halt richtig genial. Aber er hat auch. Krass, er hat sogar Langbogen. Oder halt Bogenschützen. Und die haben eigentlich ja mehr Durchschlagskraft als. Als jetzt. Steinschleuderer. Was eigentlich auch total der Humbug ist. Also Steinschleuderer waren viel mehr gefürchtet als als die Bogenschützen. Hier jage ich mal ein bisschen die Fernkämpfer. So, Raserei und Blutrausch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Ja, läuft gerade sehr gut. Ja, ich muss niesen. Eine unserer Einheiten hat ihre Ups, gesamte Entschuldigung. Munition verbraucht. So. So, oh, die Prätorianer haben sehr einstecken müssen. Mein General kann jetzt eigentlich auch wieder mitmachen.
jetzt könnt ihr mal den unseren Kaiser das überlassen. Ich fahre noch fort. So, 18, 36. So. Gut. Der war ganz erfolgreich. Also, die haben zu viel eingesteckt, finde ich. Aber das ist aber auch der, der gleich gegen den General, also die Schwertadligen oder wie hießen die? Schwert-Hebanner, glaube ich, kämpfen mussten. Und ja, dementsprechend waren auch die Verluste höher. So, beziehungsweise der hat eigentlich gar nichts, gar nicht so viel gekriegt. Ah, der, seine linke Flanke war auch stärker. Ja, okay, unsere auch. Okay. Auf jeden Fall haben wir einen weiteren Punkt für, warte, machen wir Zivile. Einen weiteren Punkt für das Imperium eingenommen. Punkt, also ihr wisst schon. So. Hier im Osten ist alles soweit in Ordnung. Da ist gerade ja mehr oder weniger tote Hose. Der bekommt noch was. Verstärkungsrate ist immer nice. Der bekommt auch noch. Ah, hier sind die Onaga. Die ich eigentlich nicht benutze, aber okay. So. Eigentlich müsste ich mehr Artillerie benutzen, weil die Römer haben sehr viel und sehr gerne Artillerie eingesetzt. Warte mal, ich habe nur noch 40 Futter. Das ist ein bisschen wenig. Aber ich habe auch sehr viele Bauten, die Nahrung kosten. Warte, hier könnte ich auch den Fischer jetzt bauen. Da brauche ich den Fischer, da sind Fische. Da brauche ich eigentlich nichts. Da brauche ich den Fischer. Ah, sehr gut. Da bekomme ich noch mehr Nahrung. Ich bin durch. Super. Ja, stimmt. Die da hatten noch eine ein Skill bekommen, das ist sehr schön. Du bekommst noch eine Frau. Was mache ich mit dir? Einmal Autorität vielleicht. Ja. Feindlicher, das ist gut. Ja, wobei du bist schon 58. Du bekommst keine Frau mehr. Gut. Dann die Flotten bekommen nichts und Oh. Die werden noch aufgetuned. Und du bekommst noch. Und weiter geht's.
Dann schauen wir uns mal noch kurz an, was die nächste Folge oder nächste Runde alles so, da ist noch Bug drin, so für uns bereithält. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Oh, sogar drei. Sogar drei. Warte, was hat er? Also, ja, heroische Adelige sind sehr gut. Dann eine Schwertbande. Also die Streitwegen sind kein Problem. Es sei denn, sie kommen zu unseren Fernkämpfern durch. Sollen wir das mal probieren? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, aber es ist mal, glaube ich, spannend zu sehen. Vor allen Dingen, also wenn wir es schaffen, eine Brücke einzunehmen, dann kann er seine Übermacht nicht so gut einsetzen. Also er ist jetzt 3800 Mann stärker als ich, aber ich glaube, das könnten wir. Ja, ich weiß nicht. Gut, wir werden mal speichern. Ich will das nämlich versuchen, weil ich finde das spannend. Und es ist eine große Schlacht. Es könnte sein, dass wir Legio 2 jetzt verlieren. Aber solange die nicht komplett aufgerieben wird, werde ich das, also werde ich auch eine Niederlage akzeptieren. Gut, dann, ja, werden wir nächste Runde mal schauen, was man so gegen eine fette Übermacht alles ausrichten kann. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.